Minenstrandausgang, kein Eingang. Dann gehen wir doch mal rein. Wenn es kein Eingang ist. Hallo? So. Na komm. Ich finde es eigentlich immer voll unlogisch, dass irgendwelche Gegner... Ach, deswegen kein Eingang. Dass irgendwelche Gegner Gegenstände... Geld fallen lassen. Na gut, auch Gegenstände. Das macht voll keinen Sinn. Ich meine, wenn es jetzt nicht unbedingt irgendwelche Kämpfer sind, die Geld bei sich tragen oder auch Schilde bei sich tragen oder sonst irgendwas, macht das absolut keinen Sinn. So, was haben wir denn jetzt hier? Da ist ein großer, fetter Stein. Ah, alles klar. Es geht weiter. Kann ich ja lang? Nö. Tippel, 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 tippel. Dann wollen wir mal durch das Tor. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Spitzen noch aus dem Boden gucken. Das ist etwas weird. So, was gibt's hier hinten? Nichts? Doch, ach. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Aber wie mache ich denn den Fetten kaputt? Junge, Junge, Junge. Das ist die kaputte Brücke. Okay. Runter kommen wir nicht. Wie mache ich den Fetten kaputt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Au. Tu mir doch nix. Ist cool, dass ich das Schild von da unten lesen kann. So, was gibt's hier? Nichts. Hey. Einmal so. Einmal zweimal. Ich finde es aber cool, dass hier das Kistenschieben so wahnsinnig einfach geht. Weil bei Zelda dauert das ja immer sehr, sehr lange. Ist auch realistischer gemacht, aber ich sag mal, um den Spielfluss nicht zu unterbrechen, finde ich das hier schon ein bisschen praktischer. Komm her. Das gibt's doch einfach nicht. Die sind so schnell. So, ich glaube, wir kommen der Mine immer näher. Ich weiß trotzdem noch nicht, wie ich den fetten Blatt mache. Da hinten ist die Mine. Vor allem war bei denen da hinten was? Ich glaube, da hinten war sogar was bei dem Typen. Wie mache ich den Blatt? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich blocken kann. Kann ich den seinen starken Schlag blocken? Bin mir nicht sicher. Tua! Wo kommst du her? Die hier sind mir schon viel lieber. Was? Jetzt sind wir wieder hier. Oh shit. Warum trifft er mich denn? Ich glaube, ich lasse ihn mal in Ruhe und laufe einfach mal vorbei. Aha. Mach hin, mach hin, mach hin. Mach hin! Jetzt gucke ich mal, ob ich das blocken kann. Ja, ich kann es blocken. Aber wir haben eine gewisse Ausdauer, die wir beachten sollten. Wir machen es jetzt einfach so. Ja! Ach, Gottes Willen. Tja, manchmal muss man die Spielwelt ein bisschen ausnutzen. Komm her. Komm her.
her. So, mehr gab es da hinten nicht. Also müssen wir jetzt hier lang, ne? Und hier geht's zur Mine. So, schnell speichern. Schnell speichern. Hallo? Speichern? Wieso speichert er nicht, verdammt. Das finde ich gut, dass die Gegner... Das ist ein Problem, was in vielen Videospielen ist. Die Gegner kriegen einfach kein... Ah, shit. Einfach keinen Schaden, wenn die in irgendwelche Fallen oder sowas reinlaufen. Und hier, der ist ja gerade gestorben. Das finde ich richtig gut. Kann ich jetzt hier runterschiebsen? Schiebsen. Schiebsen. Alter. Mineneingang. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und finden hoffentlich unsere... Minen, unsere Bomben, die wir suchen. Da geht's nicht lang, da geht's nur so halb lang. Soll mir das hier... Achso, ich muss das da unten verschieben. Alles klar. Alles klar, alles klar. Dann verschieben wir das hier unten einfach mal. Zack, erledigt. Also wenn die Rätsel auf diesem Level bleiben, fände ich jetzt nicht ganz so toll. So, da brauche ich einen Schlüssel. Hi. Wow, wow, wow. Ah, da muss was rein. Auch einen runden Stein, einen runden Stein. Wo finde ich den? Wo finde ich den? Kann ich hier rein? Hier kann ich nicht rein, aber hier kann ich doch bestimmt. Nein, kann ich auch nicht. Hä? Also muss ich hier nur drauf treten. Achso, alles klar. Alles klar. Doch nicht so kompliziert, wie ich dachte. Obwohl das auch nicht kompliziert gewesen wäre. Du hast einen Schlüssel. Wow. Nehme ich mal mit, weil brauche ich bestimmt. Ich lasse erstmal hier liegen. Geht es jetzt eine Etage tiefer? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Okay, ich sollte vielleicht doch erst hier hin, weil sonst komme ich nicht mehr nach oben. So, mal schauen. Mal schauen. Okay, das hat mir jetzt mal gar nichts gebracht. Ich komme hier nämlich nicht nach oben. Da kommen wir ins Wasser. Okay. Wir gehen aber auch hier erstmal nach unten. Genau. Och Leute, das bringt mir noch nichts. Da ist ein Schieberätsel. Da unten ist ein großes Tor. Warum wird mir angezeigt, dass der den Schlüssel hat? Muss das sein? Du hast einen einfachen Schlüssel gefunden. Jo. Den wollen wir aber noch nicht einsetzen. Wir laufen erstmal soweit alles ab, was wir sehen. Hm.
Gibt's noch Krüge? Warum die Fledermaus mich nicht angreift, das ist mir ein Rätsel. Da geht's nicht lang. Hier ist ein Schieberätsel. Moment. Will sie mich jetzt angreifen oder nicht? Doch, sie tut's. Sie tut's. Also wir haben hier... Ja, jetzt habe ich einen Schlüssel und zwei Tore. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, wir nehmen hier hinten das. Ja, wir nehmen hier hinten das. Das wurde uns zuerst angezeigt. Ja. Und da ist nämlich auch eine Kiste. Komm schon, ist voll spannend hier. Schade, das ist nur ein alter Stiefel. Darin befindet sich allerdings eine Münze. Okay. Was auch immer. Ein bisschen nervt mich, dass er nicht schneller laufen kann. Also es gibt keinen Knopf, wo wir dann irgendwie schneller laufen können. Eine Flugmaus. Ah, hier ist... Hier brauchen wir den Masterschlüssel. Ja, toll. Warum ich jetzt hier stehe, weiß ich auch nicht. Ja, aber wie kriege ich denn jetzt bitte den Schlüssel für die andere Tür? Das ist ja doof. Komm mal her. Wie kriege ich den Schlüssel für die andere Tür? Indem wir ins Wasser hüpfen. Ich sehe es nämlich schon. Da drüben geht's lang und hier. Wir einmal so. Okay. Ach komm schon. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ach so, ah. Schafft er das? Kann er das? Ja, kann er. So, Schlüssel Nummer 2. Gut, ich habe ja vorhin, jetzt fällt es mir gerade so auf, ich habe ja vorhin gesagt, eine Melodie wäre ganz cool. Oder war das eine andere Höhle, ich weiß es nicht. Wir haben hier eine Melodie. Aber die ist irgendwie, das fällt gar nicht so richtig auf. So, weiter. Das scheint so der erste Dungeon zu sein.
Wir konnten die Mauer zerstören, hinter der die Geräusche zu hören waren. Plötzlich gab der Boden unter den Füßen der Männer nach und sie fielen in den Bau. Quatsch. Des Riesen. Sipiten. Ich hatte Glück und konnte mich befreien, aber das gelang nur wenigen. Ich verschloss die Tür. Das Feuerrätsel reicht aus, um den Schlüssel zu schützen. Also haben wir einen Tausendfüßler, den wir besiegen müssen. So wie es aussieht. So, das nehme ich mal mit. Und der Masterschlüssel. Tada! Du hast den Generalschlüssel. Warum sie es nicht einfach Masterschlüssel nennen? Das ist doch kein geschütztes Wort. Aber Zelda hat halt den Masterschlüssel und deswegen nennen sie das Generalschlüssel. Ich finde aber, das passt so überhaupt nicht. So, los geht's. Ich hätte vielleicht nochmal speichern sollen, oder? Ja. Ist hier noch was? Nö. Und abwärts. Yippie. Das sind ja zwei. Ach, na, das geht doch. Ach, so funktioniert das Ganze. Alles klar. Wir müssen die einzelnen Teile weghauen. Auf einen Schlag, cool. Komm schon. Ja. Siege die Sepiten in den verlassenen Minen. Alles klar, haben wir gemacht. Pilger. Aufstieg, Start drücken. Du bist ein Pilger, deine Gegenstände wurden aufgefüllt und du erhältst als Bonus von der Abenteuergilde 100 Münzen. Das sieht doch gut aus. Und jetzt brauchen wir die Bomben, die hier wahrscheinlich irgendwo sein sollen. Da geht's raus, oder? Okay, der Kampf war jetzt nicht so schwer. Fand ich aber ziemlich cool, also... Hat mir gefallen. Eine Kiste. Ein Herz. Ui. Ui, ein Herz. Ich raste aus vor Freude. So, dann müssen wir die andere Tür noch nehmen und dann haben wir das hier. Dam, dam, dam. Nee, war echt cool, der Kampf. Schon. Ich will da lang. Hier möchte ich auch gerne lang. Ich glaube, jetzt werden wir die Bomben gleich finden. Das müssten sie doch sein. Tatsache. Du hast Bomben gefunden. Setze sie gegen Gegner oder Oberflächen und Objekte ein. Nice. Aber wie? Cool. Du hast eine seltene Muschel gefunden, dafür kannst du 5 Münzen bekommen. Du hast einen groben Entdeckerkristall gefunden. Das bringt dir 25 EP. Okay. Ich weiß immer nicht, hier kommen mir die Kisten so vor, als ob die einfach nur, ja, es ist halt so ein Adventure, hier müssen Kisten sein. Das ist komisch, muss ich sagen. Weil, warum finde ich da jetzt so einfach so die EP, das ist irgendwie Blödsinn. Kann man da nicht wieder Bomben drinne verstecken oder halt Münzen? Aber das mit EP verstehe ich nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Auch mit Herzen, das macht für mich keinen Sinn, wenn ich in Sträuchern auch Herzen finde. Kann ich Fässer damit wegdonnern?
Ja oder nein? Tatsache. Gibt's hier was im Wasser? Nö. Ah, ich weiß, wo ich bin. Hallo, Freunde. Maskeim Schwertkunst, setze den Geschickangriff. Was ist das oder was? Die Bubble-Attacke, alles klar. Komm her. Du willst bestimmt nicht allein bleiben. Gut. Okay. So, fertig.